Aquascaping ist keine Wissenschaft. Willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Bachi und heute geht es darum, warum Aquascaping für mich keine Wissenschaft ist. Also ich habe den Titel jetzt extra ein bisschen kontroverser gewählt, weil manche sehen das Gefühl schon mehr wie eine Wissenschaft als was anderes, aber für mich ist es keine Wissenschaft. Ich bekomme immer wieder Fragen, wie meine Wasserwerte sind, was für Wasserwerte ich anstrebe von der Düngung, wie hart mein Wasser ist, wie viel ich aufhärte, wie viel Licht ich habe, wie viel Lumen pro Liter, wie viel Liter Umwälzung der Filter hat und alles weitere. Also das sind so viele Themen, was manche überkomplizieren. Man kann es machen, also zum Beispiel messen und dann düngen kann man machen, wird wahrscheinlich auch gut funktionieren. Aber für mich ist es das nicht. Also ich mache das lieber mehr nach Gefühl und schaue, wie sich das Aquarium entwickelt. Weil das mit den Werten ist meistens sogar schwierig. Also man kann nie wirklich sagen, was der ideale Wert ist. Weil jeder Verbrauch von den Pflanzen ist unterschiedlich. Und manche Werte kann man schlecht nachweisen. Und es ist immer schwierig zu sagen, was man jetzt wie machen soll. Weil ich habe da auch keinen perfekten Weg. Also ich mache Aquascaping seit 3 Jahren und bin auch noch kein Profi darin. Also vor allem was Pflanzenwachstum und Mangelscheidungen und sowas angeht, habe ich auch immer wieder leicht, aber nie so schlimm, dass es auffällt. Also ich denke mal, komplett algenfrei und Pflanzen ohne Mangelerscheinungen 100% haben, wird keiner wirklich schaffen, weil es einfach auf Dauer nicht wirklich umsetzbar ist, dass es wirklich perfekt läuft. Vielleicht gibt es Leute, die was sagen, ja, bei ihnen ist es perfekt, aber oft ist das Empfinden selbst immer anders als andere das wahrnehmen. Also das Wichtigste ist, dass man selbst mit seinem Aquarium zufrieden ist und dass es im Großen und Ganzen gut läuft. Also bei mir zum Beispiel habe ich immer wieder mal Algen. Zum Beispiel in meinem 60p habe ich ein paar Pinselalgen. In meinem 90p habe ich manchmal ein bisschen grüne Steine zurzeit. In meinem 45p, was ich jetzt gerade erst gestartet habe, habe ich auch immer wieder grüne Steine und Scheiben am Anfang. Das ist ganz normal und gehört auch dazu. Und ich lege den Hauptaugenmerk auf das Aquarium, also dass das Layout gut aussieht, dass die Pflanzen im Großen und Ganzen gut aussehen und zusammenpassen. Und das ist mein Hauptfokus, dass ich immer ein schönes Layout habe und auch in den Layouts besser werde. Deswegen mache ich auch immer wieder mein Aquarium neu und habe keines über ein Jahr stehen. Also kann ich auch nicht wirklich Tipps oder so geben für Aquarien, die älter sind, weil Aquarien, was so ab ein Jahr alt sind, schon ein halbes Jahr fängt es an, verändert sich einiges. Also da ist die Düngung nicht mehr gleich wie am Anfang. Vor allem dann nach einem Jahr oder nach 2 Jahren ist einiges anders. Da ist nicht so wie ein frisch gestartetes Aquarium. Und das ist zum Beispiel was ich auch noch nicht wirklich kann, weil ich es noch nie wirklich gemacht habe, dass ich ein Aquarium einige Jahre stehen hatte. Es ist immer schwierig zu sagen, wie man da jetzt vorgehen muss, weil es ist auch immer unterschiedlich, was für Pflanzen man hat, was für ein Filtermaterial man hat und sowas. Also da muss man immer wieder schauen und es gibt keinen einzigen Weg. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich bei einem informiert, wie er das macht und dann alles so aufbaut, vom Filter, vom Bodengrund und dann zum nächsten geht und von dem die Düngung abschaut, wie er die Düngung macht, dann wird das oft nicht funktionieren, weil das alles aufeinander aufgebaut ist. Also bei mir zum Beispiel, ich habe mein Düngungssystem Masterline und das funktioniert sehr gut in Kombination mit Matrix im Filter und mit regelmäßigen Filterreinigen, also einmal die Woche am besten den Filter reinigen, das heißt nicht alle Schwämme auswaschen und so, sondern den Vorfilter und das Wasser, was drinnen ist, wegschütten, das ist die Hauptsache, was ich mache. Und das spielt alles zusammen, also es ist immer schwierig, wenn mich mehr fragt, ich habe die und die Alge, was soll ich machen? Oder halt auch das mit den Werten, weil ich weiß meine Werte nicht. Also ich schaue in mein Aquarium, dünge Masterline 1, 2 und Carbo. Masterline 1, wenn das Aquarium älter ist, weniger. Oder auch generell Masterline 1 weniger und Masterline 2 auch weniger als die Empfehlung von der Dosierung. Da mache ich es so ähnlich. Also wenn ich da merke, meine Steine sind immer grün und meine Scheiben sind immer grün, versuche ich ein bisschen weniger Masterline 2 zu düngen. Und meistens wird es dann weniger, die grünen Scheiben. Und wenn es dann weniger wird und das Aquarium gut aussieht, dann behalte ich so meine Düngung bei. Wenn dann die Pflanzen anfangen blass zu werden, dünge ich ein bisschen mehr von dem Masterline 2 wieder. Und bei den Masterline 1 ist es so, das ist der Eisenvolldünger, da dünge ich relativ wenig, da auch wenn die Triebspitzen verkrüppelt wachsen, nicht schön sind, dünge ich ein bisschen mehr Masterline 1 über eine Dauer, also das geht immer über ein paar Wochen. Und wenn ich dann Pinselalgen bekomme, dünge ich weniger oder kein Masterline 1 mehr. Zum Beispiel bei meinem 60p dünge ich jetzt schon einige Wochen kein Masterline 1 mehr, weil ich da die Pinselalgen habe und die Pflanzen sich so auch ohne gut entwickeln. Da hat sich wahrscheinlich schon viel Eisen in den Bodengrund abgesetzt und da denke ich mal, haben die ihre Eisenwelle. Die Pflanzen sind auch schön rot, obwohl ich kein Eisen dünge. Ja, denke ich mal, wird das so auch passen. Das ist immer schwierig, weil manche wollen da den perfekten Wasserwert einstellen, aber es ist meines Empfindens nach nicht wirklich notwendig und nicht wirklich möglich. Also ich will da jetzt auch keine Empfehlung machen, dass ich sage,
messt nichts und macht es nach Gefühl, weil wenn euch das Messen Spaß macht und ihr das gerne macht oder ihr sagt, nach Gefühl funktioniert das bei mir nicht, dann könnt ihr auch gerne mit Messen machen. Kann ich euch zwar nicht wirklich weiterhelfen, aber ihr könnt das auch gerne machen. Gibt es auch im Internet genug Videos dazu, wie man da vorgeht und was für Werte man da anstreben sollte. Nur das ist halt natürlich dann wieder viel Aufwand, also das Wasserwerte messen habe ich ganz am Anfang gemacht und das war nicht meins, also es hat mir keinen Spaß gemacht, dann hat es für mich auch keinen Sinn, weil ich möchte ein Aquascape machen, was im Großen und Ganzen schön aussieht, also wo das Layout passt, wo auch die Pflanzen dazu passen und es einfach schön aussieht. Und wenn ich jetzt nur auf die Pflanzen gehe und das Layout nicht gut aussieht oder ich keinen Spaß daran habe, dann macht es für mich auch keinen Sinn. Deshalb fahre ich so sehr gut, dass ich das nach Gefühl mache, da keine Wissenschaft draus mache und das funktioniert einfach. Ich denke an den Videos, wie ihr meine Aquarien seht und auf Instagram und die Updates, seht ihr, dass meine Aquarien gut laufen. Das, denke ich, sollte auch das Entscheidende sein, wenn ihr euch Informationen von wo holt, wie die Aquarien aussehen. Weil wenn euch jetzt wer wissenschaftlich erklärt, wie etwas funktioniert und ihr seht dann seine Aquarien, die haben alle Mangelerscheinungen und die Aquarien schauen alle nicht gut aus oder wie auch immer, dann denke ich, ist das nicht die beste Quelle, weil warum sollte das funktionieren, was er erklärt, wenn es bei ihm selbst nicht funktioniert? Kann natürlich immer auch andere Gründe haben, aber ich denke, das ist schon sehr wichtig, dass ihr da drauf schaut. Auch bei Geschäften, wenn die Aquarien im Geschäft schön ausschauen, dann wird das, was euch die Leute dort erklären, auch gut sein. Wenn die Aquarien dort voller Algen sind und nicht schön ausschauen, dann wird das, was euch die Verkäufer erklären, nicht wirklich funktionieren. Vielleicht wird es funktionieren, aber in den meisten Fällen, schätze ich mal, dann werden die Aquarien so aussehen wie von denen, was euch die Sachen erklären. Also müsst ihr da ein bisschen schauen, wo ihr da euer Wissen nimmt und wie ihr da vorgeht bei euren Aquarien. Also es gibt viele Wege, wie es funktioniert, wie man sein Aquarium aufbaut. Also es gibt da nicht wirklich einen falschen Weg, also es kann alles in gewissen Maßen funktionieren. Zum Beispiel mit einer geringeren Filterung funktioniert wahrscheinlich auch bei vielen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so in etwa die 10-fache Umwälzung vom Wasser einfach gut funktioniert. Und warum sollte ich da jetzt umsteigen, wenn es so gut funktioniert und auch für die Fische passt? Selbe beim Licht, ich schaue da eigentlich nicht wirklich auf die Lumen, sondern ich schaue da auf die Lampe, wie sie mir optisch gefällt. Dann nehme ich eine von den namenhaften Herstellern und dann passt das auch für das Aquarium. Jetzt zum Beispiel eine 60 cm Lampe von Twinstar. Die Twinstar S ist die Flagship-Lampe sozusagen. Und die passt für ein 60p oder die 90er Variante für ein 90p oder jetzt die Shihiros WRGB für ein 60p in 60 oder die ONF in 60 für ein 60p. Das passt einfach, da braucht man nicht rechnen, wie viel Lumen pro Liter man jetzt unbedingt hat, weil das eh immer ein bisschen schwierig ist mit den Lumen. Aber wenn ihr da voll drinnen seid und alles einstellen wollt an der Lampe und genau die Lumen pro Liter haben wollt und das euch wirklich Spaß macht, dann könnt ihr es natürlich auch machen. Also es ist nicht falsch, also es funktioniert sicher auch. Aber mein Weg ist der in intuitive und einfach alles so machen, dass es im Großen und Ganzen passt. Vielleicht da nicht 100% ist, sondern nur 90% und es einfach gut aussieht. Und so laufen mein Aquarium, finde ich sehr schön. Dann war es mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was draus mitnehmen, wie ich mein Aquarium betreibe. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr mehr wissenschaftlich rangeht und technisch und messen und so weiter. Oder ob ihr es auch einfach intuitiver macht und wie es euch am meisten Spaß macht. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.